Müller, Netzer, Heinkes gegen Giubertoni und Torwart Vieri. Das 1:0 fiel bereits nach 5 Spielminuten. Aber kaum hatte dieser Inter-Fan den Platz verlassen, da schaffte Lefebvre mit Kopfball die erneute Führung. Eine knappe Minute nur lag zwischen dem 1:1 und dem 2:1. Kulik, Lefebvre, 3:1. Facchetti und Burgnich konnten es nicht verhindern. Sie gaben Vieri, der eine lange Wettkampfpause hinter sich hatte, die Schuld am Debakel, das sich erst zu einem Teil erfüllt hatte. Wenig später ereignete sich eine ähnliche Szene. Diesmal war Wimmer der Leidtragende und wieder stritt Corso mit dem Schiedsrichter. Die eigentliche Bestrafung aber nahm Günter Netzer vor. Aus 25 Metern das 4:1. 4:1, damit hatte wohl niemand gerechnet, dass alle Vorteile dieser Mannschaft, die 2 deutsche Meisterschaften gebracht hatten, sich auch international so nachdrücklich bewähren würden. Hier noch einmal Netzers Freistoß. Dem erfahrenen Vieri schien diese Art des Schusses absolut fremd zu sein. Er lag bereits vor dem Ball am Boden. Kulik gegen Facchetti. Und Heinkes 5:1. Berti Vogts freute sich deshalb so, weil er an diesem Tempo-Vorstoß beteiligt war. Hier die Zeitlupe. Wir erkennen deutlich, wie 2 Abwehrspieler auf ihn zukommen, dafür Kulik aber freikommt, das Abspiel und Kuliks langgezogener Sport. Und hätte Heinkes nicht getroffen, wäre Berti Vogts da gewesen. Er war mitgelaufen. Netzer, noch ist er am eigenen Strafraum. Inter hatte keinen wirksamen Gegner für ihn, nachdem Dortmanns die Reihe der vielen Fouls gegen ihn unterbrochen hatte. Heinkes, Netzer, welch ein herrliches Tor. Auch in der Zeitlupe verliert diese Aktion nichts von ihrem Schwung. Die Italiener versperren Heinkes zwar den Weg zum Tor, Netzer aber können sie im fairen Zweikampf nicht stoppen. Hier der Rückpass und der Direktschuss. Abgefälscht, abgedreht, mehr geschlänzt als voll geschossen der Ball. Heinkes wurde gefoult, hier deutlich zu sehen. Den Elfmeter verwandelte Silov.